Weiter geht's, weiter geht's. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ist jetzt nicht so. Wo geht's denn jetzt hin? Sämtliche Zugänge auf. Scheiße. So wirft man die Dinger. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ich glaube an Ehrlichkeit.
Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Psycho. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, Menschenopfer, das Höllenportal, Dämonen, es ist alles. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Hör die Scheiße auch mal auf. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer. Das Höllenportal, Dämonen, es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ich glaube an ihn. Boah, halt die Fresse. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Arsch hier, du Alter. Ja. Das war anders geplant. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ich
Sprachregelung aufgehoben. Gut. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herren. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Die Welt zählt auf uns. Wie engagiert sind Sie? Oh, Scheiße. Das war lustig. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr. Wenn Sie je erträumt haben, fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Sieht ja aus wie Laser von Duke Nukem 3D. Also hätten sie auch mal geschickt, was machen. Abgeschlossen.
Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Da bist du. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Zugang gestattet. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Elastivebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nur eine Verpflichtung für die UAC. Es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Thank you.
unten hin. Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Schutzschilde. Na. Ah, verdammt, warum werfe ich eine Granate?
Hallo? Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. UAC Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben.